Wir sind sehr gespannt, wie das werden wird für Verena Seiler. Wir sehen Carmelita Jetta und Veronika Campbell-Brown. Das sind die beiden, wo sich möglicherweise das Ganze entscheiden wird. Da denken viele Experten, dass die beiden am Ende vorne sein werden. Bedingungen sehr gut hier in Zürich. Wunderbares Leichtathletikwetter, Temperaturen so um die 20 Grad. Und dass diese Bahn hier im Letzigrund, im neuen Letzigrundstadion schnell ist, das wissen alle Leichtathletinnen und Leichtathleten. Also, Bahn 4 Jetta, Bahn 5 Campbell-Brown und einen Seitenblick riskieren wir natürlich auf Bahn 8, wo Verena Seiler unterwegs ist. Also realistisch gesehen kann sie hier vielleicht einen Platz belegen, so um 6 oder 7 ganz nach vorne reinzulaufen, wird nicht möglich sein. Verena Seiler, 11:10 ihre Bestzeit. Und da sind sie raus, in der Mitte Jetta, die Kraft vorläuft. Und daneben Campbell-Brown, die noch vorne ist. Aber jetzt kommt Jetta, Campbell-Brown und Jetta, das sind die beiden. Eieieiei, eine ganz enge Entscheidung. Campbell Brown und Jetta. Also Campbell Brown auf der Bahn 5 und Carmelita Jetta auf der Bahn 4. Die schauen beide so ein bisschen fragend nach oben. Ja, und Verena Seiler, die ist ungefähr in dem Bereich unterwegs gewesen, wo wir sie auch erwartet haben. So, jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Seiler, also zweite von links. Und in der Mitte Bahn 4 und 5. Das sind Jetta und Campbell Brown. Hier sieht Campbell Brown noch sehr gut aus, liegt vorne. Aber dann schauen Sie mal auf dieses Finish von Jetta. Da frisst sie sozusagen die Konkurrentin auf. Kann die den Vorsprung verteidigen? Kann uns diese Zeitlupe da schon Aufschluss geben? Was für ein enges Finish. Und da wirft sich Jetta noch mal nach vorne. Aber das sieht so aus, als ob Campbell Brown sozusagen die berühmte Brustbreite vorne war. Ja. So ist es. 10,89, also groß war der Vorsprung, weiß Gott nicht, für Veronika Campbell-Brown. Aber sie hat eben bewiesen, sie ist einfach die Top-Läuferin in dieser Disziplin. Wie gesagt, schnellste auch in diesem Jahr. Und Verena Seiler wird siebte mit 11,25. Das ist nicht schlecht. Zuletzt in London hat sie es ja nicht geschafft, ins Finale vorzustoßen. Musste da nach dem Vorlauf ihre Schuhe einpacken. Hier zeigte sich nochmal in ganz guter Verfassung. Also Sieg für Veronika Campbell-Brown im ersten Top-Leichtathletik-Wettbewerb hier in Zürich über die 100 Meter bei den Frauen. Und das ist Zürich.